Heute Mittag wurden die Weihnachtseinkäufe der Kunden der Rathauspassage abrupt durch einen Feueralarm sowie der anschließenden Evakuierung unterbrochen. Die kurz darauf alarmierte Berufsfeuerwehr der Stadt Eberswalde war binnen weniger Minuten vor Ort. Aufgehalten wurde diese lediglich an der Blitzerampel gegenüber der Rathauspassage Nord, als ein Fahrer sich weigerte, die Ampel bei Rotlicht zu passieren und Rettungskräften Platz zu machen. Bereits in der Vergangenheit erreichte ein Clip aus Eberswalde weltweite Berühmtheit, als sich ein Fahrer an der Blitzerampel am Bahnhof weigerte, das Rotzeichen zu überfahren und die Feuerwehr passieren zu lassen. Die Einsatzkräfte erreichten dieses Mal dennoch ihren Einsatzort schnell und nach kurzer Lageerkundung konnte die Entwarnung gegeben werden. Anschließend durften die Besucher mit ihren Einkäufen fortfahren. Ein Mitarbeiter der Rathauspassage betonte abschließend den reibungslosen und vorbildlichen Ablauf durch die Einsatzkräfte.